der ihm dann auch von anderen Philosophen, der dann auch kritisiert worden ist, die gesagt haben, das ist mir zu einseitig rationalistisch in der nachfolgenden Entwicklung der Philosophie. Gut, ja. Kann ich was fragen? Ja, woher kommt denn der Begriff, wer hat den geprägt, der Mensch ist eine biologische Frühgeburt? Das ist ja auch eigentlich wahr. Mhm. Denn die Tiere, die werden geboren und stehen bald danach auf und laufen daher. Und der Mensch, wenn der geboren ist, der ist doch zu nichts zunächst in der schutzlos. Lage. Das ist absolut schutzlos, ja. Ja, ja. Ja. Aber das finde ich auch heutzutage in Forschung kann man sehen, dass das. Also das war ein Anthropologe und einer, der sehr bekannt war in den 60er, 70ern. Jetzt komme ich nicht drauf. Gehlen könnte das gewesen ja, sein. Ja, den meine ich. Gehlen. Gehlen hat mit dem Argument der Schutzlosigkeit des Menschen gearbeitet. Ob er nun wörtlich diesen Ausdruck formuliert hat, das weiß ich nicht. Das kann ich nicht sagen. Gehlen, ja. Arnold Gehlen. Hoch interessante Sachen. Gut, jetzt machen wir mal im Zeitraffer etwas, die nächsten Schritte. Jetzt kommt nämlich was Überraschendes. Er sagt, oder jetzt kommt so ein kleiner Diamant in seiner Argumentation. Vierter Satz. Also die Natur hat gewollt, dass die Menschengattung als Gattung alle ihre Anlagen vollständig entwickeln soll. Kulturell, zivilisatorisch, in der Wissenschaft und so weiter. Ja, wie setzt die Natur denn das ins Werk? Will der Mensch das von sich aus sozusagen Kulturleistungen erbringen? Einige würden sagen, ja. Kant meint, die Natur hat sozusagen eine List eingeführt, um diese Entwicklung in Gang zu bringen und in Gang zu halten. Und das ist der unvermeidliche Antagonismus unter den Menschen, was er auch ungesellige Geselligkeit nennt. Sie können es auch umdrehen, gesellige Ungeselligkeit. Und was er letztlich damit meint, ist, dass wir, ja, und er spricht davon auch, dass wir als Einzelne auf Anerkennung durch andere angewiesen sind, dass diese Anerkennung aber ihren Preis fordert, und das ist Leistung. Also ohne Leistung kriegen wir keine Anerkennung. Vielleicht als Menschen, die sich sozusagen lieben, ja, aber nicht sozusagen im Berufsleben oder in der Ausbildung oder wo auch immer sonst, wo Wettbewerb herrscht. Die Natur hat einen Antagonismus eingeführt, aus dem der Wettbewerb zwischen den Einzelnen zu erklären ist, zwischen den einzelnen Menschen. Er beschreibt das dann noch etwas drastischer, indem er sagt, dass ein Konflikt sei zwischen herrschen wollen oder der Bessere sein wollen, zurückgehend auf Eitelkeit, auf Dominanzverhalten, Alpha, Tiere und Beta-Tiere sozusagen, ja. Diese Anlagen, es gibt immer, jeder hat ein Alpha-Tierchen in sich sozusagen. Und damit muss er sich nun gegen andere durchsetzen. Es ist also eine ganz realistische oder wie man sagen, naturalistische Sicht auf den Menschen, dass der Mensch gerne sich als der Bessere dastehen will, besser als die anderen sein. Besser sein als die anderen. Das erzeugt einen Wettbewerb, wenn das jeder will, gibt es einen Wettbewerb. Wer ist denn nun der Beste? Also wie im Sport. Ne? Und dieses ist zu erklären aus dem, was er Antagonismus der Menschen untereinander nennt.
Und ich würde es so formulieren, dass ich sage, eine tiefere Schicht würde es sein, wenn man sagt, der Mensch braucht soziale Anerkennung. Das braucht er wirklich. Das ist auch psychologisch völlig klar. Ein Kind, das nicht angenommen ist, zurückgestoßen wird, entwickelt sich auf sehr unschöne Weise, auch vor allen Dingen für das Kind unschöne Weise. Also erleidet Schmerzen und Pein, seelische Schmerzen und so weiter. Also der Mensch ist auf soziale Anerkennung angewiesen, aber die soziale Anerkennung gibt es natürlich auch nur, wenn ich auch eine Gegenleistung erbringe. Und dieses Widerspiel von Versprechen einer Anerkennung, aber dafür musst du eine Gegenleistung bringen, das meint er, erzeugt diesen Wettbewerb. Vor allen Dingen, weil das Verhältnis ja wechselseitig ist. Nicht einseitig, dass nur einer immer Anerkennung gibt und der andere leisten muss, sondern beide müssen leisten und beide müssen anerkennen. Und aus diesem Spannungsverhältnis zwischen den Menschen ergibt sich der Fortschritt in der Kultur und der Zivilisation. So sieht er das. Ein ganz interessanter Gedanke, nämlich der Wettbewerbsgedanke. Den hat er hier schon formuliert. Und er ist der Überzeugung, dass solch ein Wettbewerb, solch ein Antagonismus, solch ein in gewisser Weise Gegeneinanderarbeiten von Menschen wichtig ist. Denn sonst hätten wir einen Zustand, in dem der Mensch wie die Schafe auf der Weide vor sich hingrasen würde und es würde nie irgendeine kulturelle Leistung oder eine zivilisatorische Errungenschaft daraus entstehen. Einmal. Ja. Das habe ich, glaube ich, letztes Mal schon angedeutet. Sie widerspricht ein bisschen einmal mit dieser Entwicklung Bionik, was kein Widerspruch ist, ohne, vor allem ohne Lenkung, was der Mensch einen Herrn braucht. Das kommt noch. Ja, die Intelligenz der Schwärme in der Natur, ja. Wo Wikipedia auch ein gutes Beispiel für ist, kommt das gleiche Ergebnis raus wie Borkhaus. Wird auch von den jungen Menschen fast so verwendet, weiß ich nicht. Dass ohne dieses Gegeneinander, also Entdeckung des Prinzips der Kooperation in der Natur, nicht nur der Konkurrenz. Ja. Vielleicht ist da die Menschheit weniger weit entwickelt als die Tiere, weil sie nicht gut, dass sie, Krieg führen. Gut, dass Sie das sagen. Kooperation ist genauso wichtig wie der Wettstreit. Aber das schließt er nicht aus, glaube ich. Kooperation schließt er nicht aus. Ja, aber dieses Prinzip, auch wenn es dann später kommt, dann sind wir ja unter den Tieren, wenn wir einen Herrn brauchen. Also spricht auch von Herrn, nicht von Herrin, ne? Herrn. Ja, klar. Heute auch. Wobei die Biologie sogar so weit geht, ja, dass die Landmann vielleicht irgendwann überflüssig wird. Warum brauchen wir einen Herrn? Kommen wir jetzt drauf. Das ist ja ganz entsinnig, ne? Aber vielleicht könnte man mal Heraklit erwähnen. Ne? Ja, das ist dem verwandt. Ja. Heraklit. Bei Heraklit heißt es nicht Wettbewerb, sondern Krieg. Polemos oder Kampf. Polemos. Normalerweise mit Krieg übersetzt. Der hat schon 600 vor Christus diesen Satz aufgestellt. Der Krieg ist der Vater aller Dinge, das kennen Sie, den Spruch kennen Sie. Der berühmteste Spruch von ihm ist ja, alles fließt. Oder wir steigen niemals in denselben Fluss. Wobei, ich weiß nicht, ob ich das habe ich im anderen Zusammenhang schon mal gesagt. Ganz wichtig, er sagt immer das Gegenteil dazu, der Heraklit. Wir steigen und wir steigen nicht in denselben Fluss. Das heißt, wir sind dieselben und wir sind schon nicht mehr dieselben. Im nächsten Moment. Ja, wenn wir das zweite Mal in den Fluss steigen. Der Fluss ist noch derselbe, aber ist auch wieder nicht derselbe, weil neues Wasser reingeströmt ist. Ja, das muss man bei Heraklit immer zusammennehmen, sonst er will den Widerspruch haben. Er meint nur aus dem Widerspruch, Antagonismus, ergibt sich überhaupt eine Ganzheit. Schönstes Beispiel, das er bringt, meiner Meinung nach, ist die Leier, das Instrument, oder der Bogen für den Schützen, Pfeil und Bogen.
dieser Bogen, der zieht nämlich in zwei Richtungen. Es gibt eine Kraft, die hält die Bogenenden zusammen und der Bogen selbst zieht den Draht oder was immer es ist, auseinander. So, und jetzt können Sie nicht sagen, ich habe auch noch einen Bogen, der auch funktioniert, wenn ich die Sehne durchschneide, dann habe ich nämlich gar nichts mehr. Dann habe ich nur noch ein nutzloses Stück Holz in der Hand, aber keinen Bogen. Das heißt, der Bogen ist nur der Bogen, wenn er diesen Widerspruch in sich vereinigen kann. Und Heraklit wendet das dann auf alles an. Die Menschen sind auch so ein innerer Widerspruch und sie sind überhaupt eine ganzheitliche Persönlichkeit, nur weil sie diesen Widerspruch in sich verarbeiten können. Und so sagt er in diesem berühmten Spruch, der Krieg ist der Vater aller Dinge, also im Sinne von Kampf, Auseinandersetzung, Wettbewerb. Weil nur der Wettbewerb herausbringt oder geradezu zwingt, was in einem steckt. Also ohne Herausforderung kann man nicht wissen, was eigentlich in einem schlummert. Sie können das bemerken in erhitzten Situationen, zwischenmenschlichen Situationen, wenn sie immer emotional gefordert werden und dann aus sich herausgehen und hinterher manchmal darüber überrascht sind, was sie da eigentlich von sich gegeben haben, dass sie sich so eigentlich gar nicht kennen. Ja, man lernt sich nur, also alte Geschichte ist ja keine neue Weisheit, durch Bewährung, durch Herausforderung, durch Überwindung von Widerständen lernt man nur dadurch lernt man, was eigentlich in einem drin steckt. Das ist der herakliteische Gedanke. Der Spruch geht dann weiter. Die einen macht er zu Göttern, die Menschen. Die einen macht er, der Krieg, zu Göttern, die anderen zu Sklaven. Das heißt, durch diesen Kampf entscheidet sich erst, wer man wirklich ist. Oder nehmen Sie schlimme Situationen wie Bedrohung durch Folter. Das ist schon so ein Grenzfall, wo man sich fragen kann, kann man auf diese Weise wirklich herausfinden, was in einem steckt. Kann man auch sagen, das ist eine Herausforderung oder eine Belastung, die geht wirklich zu weit. Das ist ja auch ein Argument vieler Geheimdienstleute, dass sie sagen, diese Folter bringt eigentlich gar nichts, weil der Mensch dann alles gesteht, was man hören will. Auch das, was gar nicht stimmt. Also da hat das Prinzip der Herausforderung, des Wettbewerbs oder wie immer, hat da auch seine Grenzen. Aber stimmt, er hat so einen heraklitischen Gedanken hier, dass durch den gegenseitigen sozusagen Überbietungswettbewerb, sich erst die kulturellen, zivilisatorischen, technischen, wissenschaftlichen Leistungen ergeben. Deswegen beherrscht ja der Wettbewerb, beherrscht ja weitgehend unser Berufsleben, ne? Sowohl in der Privatwirtschaft, aber auch sonst. Aber selbst wenn ich jetzt einfach nur zum Spaß mich auf ein Fahrrad setze und mir ist auch ein Mensch mit einem Fahrrad, und aber meine Intention ist nur zum Spaß Fahrrad zu fahren, dann entsteht, und man kann das nachweisen wissenschaftlich, indem man also Parameter wie Blutdruck und auch Ausschüttung von Hormonen. Selbst da, ne? Selbst dann entsteht ein Konkurrenzkampf. Ne? Das entsteht oft auch bei Autofahren aus heiterem Himmel. Sie überholen jemanden und dann sagt er, ich bin doch nicht blöd, der kann mich doch nicht so einfach überholen. Also hinterher. Also das ist natürlich irrational. Das ist irrational. Das ist irrational, auch im kantischen Sinne. Es ist eine Naturanlage, die ist nicht durch die Vernunft gesteuert. Jetzt kommen wir nämlich zur Vernunft. Was hat die Vernunft denn dann für eine Aufgabe, wenn es diesen Antagonismus im Menschen gibt? Ja, nun, wenn wir vom Wettbewerb sprechen, muss es Regeln geben. Ne? Muss es Regeln geben, die von den Mitspielern im Wettbewerb eingehalten werden. Und
jetzt kommt eben hier kommt ein überraschender Schritt eigentlich in der Argumentation. Kant sagt, solch ein Wettbewerb ist ja, wenn er universell ist, ruinös. Wir würden uns ja alle zu Tode wettbewerben. Oder wir fallen in einen Zustand, in dem dann jeder gegen jeden mit allen erdenklichen Mitteln sich durchsetzen möchte. Das geht nicht. Nee, dann ruinieren wir uns. Aha, und dann braucht es doch eine Instanz, die darauf achtet, dass dieser Wettbewerb geregelt ist und dass jeder nur bis zu einer bestimmten Grenze seine Freiheit sozusagen ausschöpft. Nämlich bis zu der Grenze, wo die Freiheit des anderen anfängt. Um diesen Zustand zu erreichen, brauchen wir allerdings eine, wie er das nennt, bürgerliche Gesellschaft. Das heißt, wir brauchen eine rechtlich verfasste Gesellschaft oder einen rechtlich verfassten Staat. Wir brauchen jemanden, der wie ein Schiedsrichter einschreitet und sagt, hör mal, hier bist du zu weit gegangen oder du hast unerlaubte Vorteile genutzt, du hast dich gedopt zum Beispiel im Sport, ja, da müssen wir jemanden haben, der als Schiedsrichter sagt, das geht nicht, weil du damit die gleichen Ausgangsbedingungen, die für jeden gelten sollten, sonst ist der Wettbewerb nicht fair. Wir müssen gar nicht zum Sport gehen, bei Nachbarschaftsstreit ist es doch so, ja, dass man ja, genau, absolut. Wir brauchen jemanden, am besten eine neutrale dritte Person. Das ist für ihn der